Mein Name ist Wladimir Kaminer. Ich bin eigentlich kein Filmemacher, ein Schriftsteller. Aber mein erstes Buch ist gerade verfilmt worden, Russendisco. Er kommt am 29. März in die Kinos. Heute möchte ich Ihnen eigentlich meine Lieblingsfilme zeigen. Aber bevor ich damit anfange, sieht er jetzt den Trailer von Russendisco. Ich darf Sie bitten, mit uns zu kommen. Und jetzt? Früher wollten alle Juden einfach nur Russen sein. Und heute will plötzlich jeder Russe jüdisch werden. Also Sie haben sich hierfür nicht extra beschneiden lassen, oder? Ja, ist glatt wie eine Wurst. Wir hatten eigentlich sehr wenig Filme in der Sowjetunion. Und schon gar keine ausländischen. Von den Ausländern kamen nur auserwählte Leute, die entweder diese ganze sozialistische Aufbau gut hießen oder aus irgendeinem Grund wahrscheinlich unserem Generalsekretär damals gefallen haben. Es waren Franzosen und Italiener. Pierre Richard, Andreana Celentano und Louis de Funès. Mit Louis de Funès habe ich auch, das waren die ersten ausländischen Filme, die ich gesehen habe, auf der großen Leinwand. Und zwar Fantomas bedroht die Welt. Ich frage mich auch heute noch, wie kam es dazu, dass dieser Film in die sowjetischen Kinos kam? Wahrscheinlich lag es darin, dass wir uns schon mit Fantomas ein bisschen identifizierten. Wir bedrohten die Welt. Wir waren ja die Einwohner vom Imperium des Bösen, wie uns dann später Ronald Reagan nannte. Auf jeden Fall haben wir als Jugendlichen damals natürlich alle für Fantomas und gegen diesen blöden Polizeikommissar gefiebert. Obwohl der Kommissar immer gewonnen hat. Aber der Fantomas war doch viel sympathischer. Die meisten russischen Filme sind schwerer Kost, weil sie mit der russischen Geschichte sich auseinandersetzen. Und die russische Geschichte ist auch kein Honig. Ja? Da ist die ganze Geschichte, sie besteht nur aus Mord und Raub und ständigen Aufständen, die auch dann blutig niedergeschlagen werden. Deswegen sind auch diese Filme, naja, also nicht jetzt so direkt empfehlenswert. Es gibt ein paar auch lustigere, aber die kommen, glaube ich, im Westen nicht an, weil im Westen auch gerade diese melancholische russische Seele besonders geschätzt wird. Und sehr gut zur russischen Seele passt zum Beispiel Agonie, ein Film über Rasputin. Ich habe vor kurzem diesen Schauspieler gesehen, der Rasputin gespielt hat. Der hat eigentlich nur solche Männer gespielt, die man nicht so gleich verstehen konnte. König Lear hat er gespielt. Na, laute solche Kerle. Inzwischen ist er ein bisschen so älter geworden, hat eine Vollglatze. Die Augen brennen nicht mehr so schwarz und er singt Romanzen, unter anderem sogar Frauenromanzen, hat er gesungen. Eine Romanze verführe mich nicht ohne Grund. Zu den ganz großen, also für mich, gehört auch Serge Leone. Er hat mindestens zwei Filme gedreht, die mir unvergesslich geblieben sind und die absolut in mein Top Ten hineingehören. Zum einen ist das Es war einmal in Amerika, auch übrigens ein Familienfilm, der bestimmt ab 16 ist. Wir schauen jetzt gerade. Ja, ist ab 16 Schweinerei. Also wenn einer schon 16 ist, dann will er nun wirklich nicht mehr Es war einmal in Amerika sehen oder Batmans Rückkehr. Was ist das dann für ein erwachsener Mensch, der sich dann noch für Batman interessiert? Gut, aber das ist ein zeitloser Film, stimmt nicht. Und der andere Film, den ich besonders gut finde, ist Spiel mir das Lied vom Tod. Ich habe im Kindergarten eigentlich nur mit bösen Jungs zu tun gehabt und habe überlebt, nur weil ich ihnen immer irgendwelche Geschichten
ausgedachte Filme erzählte, die ich angeblich mal bei einem Onkel gesehen habe, der in einem geschlossenen Filmtheater nur für Politbüro irgendwie gearbeitet hat. In Wirklichkeit hatte ich einen solchen, also ich hatte schon einen Onkel, aber keinen Filmvorführer. Und ich habe hauptsächlich, also ich habe diese Filme ausgedacht und habe hauptsächlich dann so Western erzählt. Und ich habe, merkwürdigerweise habe ich einen Plot erzählt im Kindergarten, ohne diesen Film zu kennen, der absolut eins zu eins, wie spielen wir das Lied vom Tod, ist. Nur meiner war, also die Jungs aus dem Kindergarten, die haben dann später natürlich alle diesen Film gesehen und sagten, tatsächlich sehr ähnlich, aber meiner war doch besser. Spannende. Diese ganzen Fernsehserien, diese unendlichen Fortsetzungsgeschichten, dieser Krieg der Welten und die Welt der Kriege, darf auch natürlich sein, aber wir nehmen es nicht mit auf, sondern wir gehen gleich zu dem Regisseur, der nicht wegzudenken ist aus dem modernen Kino, zu Quentin Tarantino. Ich hatte eine Zeit lang eine völlige Frustration, was so Kino betrifft, und dachte, ich gehe nie wieder in ein Filmtheater. Ich sitze nie wieder zusammen mit fremden Menschen und schaue mir auf der großen Leinwand irgendeinen Quatsch an. Bis dann Pulp Fiction kam, ich kann mich noch gut erinnern an dieses Gefühl der Freude. Ich habe das Kino für mich neu entdeckt. So viele gute Filme, unglaublich. Aber auch sehr viele schlechte. Manchmal habe ich das Gefühl, dass auch in meinem Kopf jemand wohnt. Jemand, der da ständig Partys feiert, fremde Menschen einlädt, Geschichten mir diktiert. Aber dieser jemand ist ganz sicher nicht John Malkovich. Das waren ein paar von meinen Lieblingsfilmen. Es gibt ja sehr viele gute Filme. Sicherlich werden Sie auch ein paar von diesen Filmen gut finden und ein paar anderen schlecht. Ich finde auch viele Filme schlecht. Russendisco, der Film ist schon schön. Ich habe ihn schon gesehen. Lustig. Ab 29. März im Kino. Wenn ihr mehr über mich wissen wollt, auf moviepilot.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Popkonzert.